Hallo da draußen, ich habe heute wieder eine Rezension für euch. Ja, und entschuldigt gleich mal, wenn das Licht nicht so perfekt ist, aber ja, es ist Winter und es wird so schnell dunkel. Aber ich möchte einfach nicht mehr warten, um euch dieses Buch per Videorezension vorzustellen. Und zwar, so sieht der dicke Wälzer aus, Die Seelen der Nacht von Deborah Harkness. Das Buch ist 797 Seiten schlank, ist beim Blan Valet, Entschuldigung, wenn ich den Namen falsch ausspreche, Verlag erschienen und hat mich einfach nur begeistert. Ja, ich dachte ja, dass es sich bei Die Seelen der Nacht um einen in sich abgeschlossenen Roman handelt, der nicht zu einer Romanreihe gehört. Aber da habe ich mich wohl ein bisschen vertan. Dies ist der erste Teil. Und ich sage euch gleich, der zweite wird im Juli 2012 auf Englisch erscheinen. Also ich bin gespannt, wann das also auch auf Deutsch sein wird. Nun zu der Geschichte. Ich versuche das mal in groben Zügen zu erklären. In diesem Buch geht es um Diana Bishop. Diana Bishop ist so Anfang, Mitte 30. Arbeitet momentan in Oxford und ist Historikerin. Sie untersucht also alte Dokumente und ist deswegen auch in Oxford und verkriecht sich in ihrer Bibliothek, um alte Manuskripte zum Thema Alchemie zu durchforsten. Eines Abends findet sie ein Dokument, das mit Magie belegt ist. Doch da Diana nichts mit Magie zu tun haben will, versucht sie es zu untersuchen, legt es dann aber wieder zurück ins Magazin, weil sie will mit so etwas nichts zu tun haben. Doch dann ist die Hölle los. Denn nun hat Diana ein altes, verschollenes, verzaubertes Manuskript entdeckt, nachdem sich schon viele die Finger lecken. Allen voran der Vampir Matthew Claremont. Ja, ihr hört richtig. Diana ist eine Hexe, Matthew ist ein Vampir und das ist nicht das einzige Wesen, was auf der Erde wandelt. Denn es gibt vier Geschöpfe, die Menschen, Vampire, Hexen und Dämonen. Nun haben es Vampire, Hexen und Dämonen auf Diana abgesehen. Von nun an wird sie in ihrer Bibliothek regelrecht von ihnen belagert. Denn jeder fragt sich, wie hat das eine Hexe, die nichts mit Hexerei zu tun haben will und somit auch eine ziemlich schlechte Hexe ist, es geschafft, dieses Dokument in ihre Hände zu kriegen und warum hat sie es einfach abgelegt? Keiner glaubt so wirklich, dass Diana wirklich nichts damit zu tun hat und so kommt es dazu, dass der Vampir Matthew sie beschützt. Er wird sowas wie ihr Bodyguard und versucht sie abzuschirmen, dass sie irgendwie wieder normal weiterleben kann. Aber ihr könnt euch sicherlich denken, dass das nun auf gar keinen Fall der Fall ist. Übergriffe auf Diana werden häufiger. Irgendwann sogar so weit, dass Matthew beschließt, Diana mit zu sich zu ihrem Familiensitz in Frankreich zu nehmen. Dort versucht Matthew mit Hilfe seiner Mutter, die nicht gerade gut auf Hexen zu sprechen ist, Diana zu beschützen. Denn Diana wird, wie gesagt, von jedem verfolgt. Wie es so kommen muss, kommen kann, kommen die beiden sich ziemlich nahe, obwohl es eigentlich verboten ist, dass ein Vampir sich mit einer Hexe einlässt. Allgemein sollten die jeweiligen Geschöpfe unter sich bleiben und nicht mit anderen paaren. Höchstens die Menschen, weil die sind ja irgendwie sowieso minderwertig. So ein bisschen. Ja, es kommt irgendwann, wie es kommen muss. Diana wird entführt und sprengt dann unter der Folter, dass sie zurück kann zu Matthew, irgendwann einen Teil ihrer verborgenen Kräfte und findet zurück zu ihm. Daraufhin begibt sich Diana mit Matthew zusammen zurück in den Staat, zurück zu ihren Eltern, die im Staat New York leben. Ich hoffe, ich habe das jetzt noch richtig im Kopf. Wo sie auf dem großen Sitz der Bishops leben und versuchen, Dianas unterdrückte Fähigkeiten zu entfachen. Denn Diana ist nicht irgendeine Hexe, die ihre Hexkraft versucht zu ignorieren. Diana ist eine Bishop. Bishops ist eine sehr, sehr alte, angesehene Hexenfamilie.
Und zudem war ihre Mutter mit keinerem geringeren verwandt als mit einem Proktor, Stephen Proktor. Zwei große Hexenfamilien haben sich sozusagen vereint und Diana ist das Kind der beiden und hatte schon sehr früh sehr viele Fähigkeiten und ihre Eltern haben versucht, mit einem Bannfluch diese zu zügeln. Man muss nun auch wissen, es ist also schon ziemlich früh wird das klar, ich verrate jetzt nichts Überraschendes vom Ende. Dianas Eltern sind gestorben auf einer Reise in Afrika, als Diana 7 war und deswegen verleugnet sie sozusagen ihre Hexkraft. Nun, im Laufe der Zeit, wo sich Diana und Matthew im Hause der Bischofs zurückziehen, kommt es trotzdem zu einer Attacke durch einen anderen Vampir. Matthews Vampirsohn Markus mitsamt Arbeitskollegin Miriam zielt noch mit ein. Dazu kommen dann am Ende noch drei Dämonen und ja, das Ganze wäre dann mal so perfekt. Es ist nicht leicht für alle miteinander umzugehen, aber sie meistern es. Sie meistern es so, dass zum Schluss des Buches eine Entscheidung gefällt wird, mit der man versucht, Diana vor den anderen, die sie verfolgen, zu beschützen und gleichzeitig, dass ihr helfen soll, ihre Hexenkraft zu entwickeln. Das so in groben Zügen die Geschichte. Nun, wie fand ich es? Ich war begeistert. Ich fand das so toll. Ich habe diese 797 Seiten auf 3 Tage gelesen. Ich konnte nicht anders. Ich konnte nicht aufhören. Mir hat es gefallen. Was hat mir denn alles gefallen? Mir haben die Charaktere gefallen. Dadurch, dass dieses Buch so viele Seiten hat, hatten auch die Charaktere dementsprechend Zeit, sich zu entfalten und jede Facette ihres Charakters zu zeigen. Die Orte, an denen die Geschichte spielt, England, Frankreich und Amerika, sind sehr schön beschrieben. Jeder Ort in der Geschichte anders und damit einzigartig dafür. Die verschiedenen Familienzweige, wo es gibt, sind zwar ein bisschen erschlagend, aber trotzdem sehr gut. Was mir eben besonders gefallen hat, war, es ist 800 Seiten, okay? Es ist 800 Seiten dick und man muss ehrlich sagen, es ist vielleicht nicht für jeden was. Man muss zugeben, es passiert nicht sehr viel in der Geschichte. Es passiert nicht sehr viel Action und es passiert nicht sehr viel, was die Story sehr weit voranbringen würde, aber die Geschichte hat eine Liebe zum Detail. Ich habe schon von anderen Bloggern und Vloggern gehört, dass das Buch für sie manchmal ein bisschen Längen hatte. Ich kann das komplett nachvollziehen. In diesem Buch wird eben alles so detailliert beschrieben von Dianas Arbeit mit der Alchemie, von Matthews Arbeit im Bereich der Medizin und der Erbgutforschung. Es wird viel über Charles Darwin geredet, über Shakespeare. Viel über Wein, sehr viel über Wein, woher das wohl kommt bei der Autorin. Und das kann bei manchen zu Längen führen. Das verstehe ich total. Also diese ganzen Passagen mit dem Wein und wie der wohl schmeckt und erdbeerig und im Holzrauch und Haselnüsse und Honig und was weiß ich, was die da immer schmecken, fand ich auch ein bisschen ziehend, aber es hat mich nicht so gestört, weil es gehört einfach zu der Geschichte und es gehört zum Charakter von Matthew dazu, dass er Weinfanat ist. Weinliebhaber, sagen wir es so. Diese anderen Längen, wie eben die Erklärung der Alchemie und des Erbguts und der Medizin und das alles, die fand ich gut. Die fand ich gut, weil sie die Story dadurch sehr gut erklären. Ich meine, dies ist mir, glaube ich, jetzt schon klar, dass das eine sehr, sehr komplexe und lange und seitendicke Reihe wird. Aber und dieses, was jetzt alles erklärt wurde in diesem ersten Band, lässt dann für Spielraum, dass im nächsten Band, ich weiß ja nicht, ob das so ist, mehr passieren kann, weil man kennt sich ja jetzt schon aus, also man weiß ja jetzt schon alles. Sehr toll fand ich auch, dass hier wieder so Realität und Fiktion sich gemischt haben, weil wer sich so ein bisschen mit der Hexenverfolgung in Salem auskennt, dem ist der Name Bishop und Proctor, nicht unbekannt. Die wurden damals verfolgt und hingerichtet und als Hexen tituliert.
Und das fand ich dann so toll, diese Mischung aus Realität und Fantasy. Und ja, das hat mich echt umgehauen. Und es ist zwar nicht so, dass es jetzt ein Buch ist, wo ich sage, in das bin ich total verliebt, weil mich die Geschichte mit den Charakteren zumindest, und ich bin von diesem Buch begeistert, weil die Charaktere einfach gut sind und mir einfach diese Details von der Story her einfach sehr gut gefallen. Ihr seht ja, ich habe das relativ schnell gelesen. Ich bereue das auch, dass ich jetzt erst so spät dazu gegriffen habe, weil es war eigentlich wirklich schon so von den ersten Seiten war mir einfach Diana schon total sympathisch. Und das alles. Und ich finde auch enorm, was für ein Werbeaufwand ist. Also es gibt ja die deutsche Deborah Harkness Seite, wo wirklich mit sehr viel Liebe zum Detail auch wieder aufgebaut worden ist. Es gibt die englische Seite der Autorin. Diana und Matthew haben einen Facebook-Account, deren Beziehungsstatus ist gerade, es ist kompliziert. Es gibt einen YouTube-Channel von Deborah Harkness, wo Matthew und Diana ihre Lieblingsplaylist haben. Also das ist fast so, als würde es die zwei irgendwo geben und die sind gerade irgendwo auf diesem Planeten. Ja, und sie sind echt. Das fand ich einfach toll. Ich bin schon sehr gespannt und freue mich, wenn der nächste Teil erscheinen wird, auch wenn ich mir sicher bin, dass das noch leider eine Zeit lang dauern wird. Aber dann werde ich auch wieder danach lechzen und den nächsten Teil lesen und ich kann ihn wirklich euch nur empfehlen. Ich gebe 5 von 5 Büchern und lasst euch bitte nicht von der Dicke des Buches abschrecken und für jeden, der Interesse hat an Alchemie, Medizin und dem Ganzen, was ich vorhin schon erwähnt habe und eben an einer wirklich schönen und zauberhaften Geschichte, für den ist dieses Buch genau das Richtige. Wenn ihr das Buch schon gelesen habt oder es lesen wollt, kommentiert mir doch einfach. Ich freue mich immer gerne darüber. Ja, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann!